Jo, da wäre er wieder. Und der Gerogon der Vergangenheit ist doof. Der hat mir jetzt aufgezwungen, dass ich mich um das hier kümmern soll. Okay, das... Warte mal, ich kannte hier gar nicht durch, ne? Nee, konnte ich nicht. Das wäre ja auch zu einfach, wenn ich einfach durchgehen könnte. Du mach da und da und so. Das da kann weg. Das funktioniert nämlich gar nicht mehr. Wofür warst du? Du hast irgendwas unterirdisch nach irgendwo gebracht. Was? Eisen? Ja, könnte sogar Eisen gewesen sein. Also, das weg, 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 weg. So, da unten ist unsere Sandproduktion. Ich denke, ich werde die hier nach da verschieben, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und die Leichtölgeschichte können wir auch weiter nach oben ziehen. Wobei, das verändert nicht wirklich viel, oder? Doch, ich könnte die Fließbänder dann oben rein... Also ich denke, ich komme nicht... Warum habt ihr keinen Strom? Also ich denke, ich komme nicht drum rum, kurzfristig mal der ganzen Basis den Strom zu kappen. So und so. Was jetzt richtig schön wäre, wenn wir Akkus hätten. Und zwar so viele Akkus, dass der Stromausfall gar nicht wirklich auffällt. Aber das ist mehr als utopisch. Ja. Allein die Akkus zu füllen würde viel zu lange dauern. Ja, also der Plan ist, das so laufen zu lassen, wie es jetzt ist. Es bräuchte nur von unten durchgehend Wasser. Und es bräuchte durchgehend die da. Das heißt, eigentlich müsste nur das Gewusel hier unten woanders hin. Ja. Und wir bräuchten da einen Durchgang. Das sind die Sachen, die mich am meisten stören. Dass man da nicht ordentlich durchgehen kann. Wobei man das recht schnell fixen könnte eigentlich, denke ich. Und dass wir hier nicht von beiden Fabriken die Ressourcen abzwacken können. Das heißt, du hast jetzt ja Wasser. Das heißt, ich könnte dich theoretisch jetzt mal kappen. Und gucken, wie schnell das weniger wird. Wow, das wird ganz schön schnell weniger. Ja, es ist jetzt nicht dramatisch schnell, aber wenn ich da jetzt 2 Minuten bastel, ist es leer. Aber gut, trotzdem ist alles weg hier. Weg, 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 weg. So, dann ist Sand auch gleich weg. So, und die Versorgung für oben Wasser bei den ganzen Ölsachen ist dann auch weg. Gut. Noch eine Sache, die stillsteht. Kein Druck, kein Druck. Der Tank leert sich jetzt langsam. Also ich hätte gern die Wasserpumpen... Ich mache die Wasserpumpen jetzt mal hier hinten hin. Das ist viel entspannter. Ja, mach mal hier Pumpe. Wir brauchen eine Dreckwasserpumpe. Die machen wir mal hier oben hin. Dann machen wir hier unten sauberes Wasser. Dann brauchen wir die 2 Fabriken. Wahrscheinlich eigentlich nur eine, aber machen wir 2 Fabriken draus. Das ist ein sehr guter Punkt. Über den ich mir Gedanken hätte machen sollen, bevor ich das da hinten kap. Eigentlich reicht wirklich eine einzige Fabrik, um Wasser zu reinigen. Die arbeitet niemals durchgehend, egal wie viele Pumpen wir daran hängen. Ja, doch. Dann setz hier die Fabrik hin. Du machst bitte Wasser. Mit Nebenprodukt. Ja, welches Nebenprodukt ist das nächste Problem? Stein oder Sand? Ich denke zuerst Sand. Weil Stein können wir noch abbauen. Später nicht mehr, aber noch ja. So, dann kriegst du jetzt Rohre. Wir brauchen mehr normale Rohre. Standard. Ah, ne, da. Gut. So, hier muss man auch nicht reingehen, also brauchen wir auch keine unterirdischen Verbindungen. Das heißt, du stellst jetzt Sand her. Okay. Dann nimm bitte wahrscheinlich sehr schnell und mit ganz, ganz ultraschnellen Ärmchen daher Sand da raus. Und dann erstmal, haben wir große Kisten? Irgendwo über? Wooden Chest? Nein. Bau bitte eine Large Steel Chest. So. Absolut übertrieben. Zumal sich Sand ja auch auf 10.000 oder was stapeln. Oh, wir haben keinen Strom. Ja. Das wäre Problem Nummer, ne? Sowieso. Du unterirdisch. Maximale Reichweite.
Optik momentan nicht so super wichtig. Ah, da hinten, sehr gut. Da kommst du raus. So, das ist jetzt Dreckwasser. Du kannst auch weg. Das obere Rohr ist das Dreckwasserrohr. Das obere Rohr ist das Dreckwasserrohr. Das obere Rohr ist das Dreckwasserrohr und das kommt hier raus. So, dreckiges Wasser. Dreckige Engines. Gut. Das war Schritt 1. Schritt 2 ist jetzt sauberes Wasser hier hinzubekommen. Also einfach ein Rohr da drunter setzen, dass das Ganze dann macht. Und du kannst auch schon weg. Das geht schneller als gedacht. Das Eisenfeld ist bald weg. So, du bekommst jetzt hier ein Rohr. Da so ein Rohr. Wollen wir hier auch schon einen Puffertank machen? Ich hätte eigentlich ganz gerne mehrere Puffertanks. Ja, mach mal so. Mach da gar kein unterirdisches Rohr, sondern einfach nur so. Das heißt, man kann hier durchlaufen. Sehr gut. Dann kommt hier. Dum, dum, dum. Da nach da. Da nach da. Okay, das ging schneller als gedacht. Aber das wird jetzt nicht optimal sein. Da wird bestimmt irgendwo noch ein Fehler drin sein. Den gucke ich mir aber gleich an, sobald du hier falsch gebaut wurdest. Dum, 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 dum. Dum, dum. Wasser? Wasser. Sehr schön. Und es kommt auch schneller Wasser an, als verbraucht wird. Und das ist das Wichtigste. Aber es steigt nicht besonders schnell. 120. ja, gut. Gucken wir mal. Es wird immer langsamer, die Füllung. Irgendwann bleibt es stehen und läuft rückwärts. Du bist jetzt durchgehend... Achso, weil wir nicht den Strom haben, um Wasser herzustellen. Ja, das ist ein Teufelskreis. Mehr Wasser, mehr Wasser. Da wird auch schon zwischengelagert. Warum ist der Strom so weit unten? Wir haben jetzt doch überall Wasser. Okay, das Wasser muss erst heiß werden. Das könnte ein Problem sein. Und die Versorgungsanlage kann ich jetzt theoretisch auch so stehen lassen, wie sie ist. Wir haben jetzt ja richtig schön viel Platz hier unten, um da lang zu laufen. Das war eine schöne, einfache Lösung. Hatte ich mir wesentlich komplizierter vorgestellt. Gut. Da waren ein paar neue Masten hin, wo wir gleich in der Nähe sind. Also, es füllt sich. Oh. Es kommt nicht genug Wasser da an. Weil wir keine Pumpe hier haben. Haben wir rote Engines inzwischen? Wir hatten noch hier so einen riesigen, genau. Ja, wir hatten einen riesigen Komplex aufgebaut. Da. Gib mir rote Engines. Mein Inventar ist viel zu voll. Kann ich irgendwo Kohle abliefern? Ich hätte da gerne... Oh, und hier war auch noch ein Fehler. Da. Fertig. So. Das sind schöne Probleme, wo man einfach nur einen Block setzen muss und dann ist alles gut. Kohle war hier hinten. Ich mag die Fabrik hier. Kohle weg. Eins Deck nehme ich mal mit, nur so für den Fall. Die ganzen Brennblöcke haue ich hier einfach rein. So. Keine Lust, das alles im Inventar zu haben, durchgehend. So. Wasser, genau. Jetzt können wir doch eine Pumpe bauen, richtig? Richtig. Small Pump MK. Oh. Metal Ore Smelting 3. Ja. Da habe ich auch was gefixt. Ich habe einen kleinen Fan-Fix installiert für den Metallurgie-Untermod von Ditec. Weil die Lava war wirklich zu heiß. Das war nicht so vorgesehen. Das ist ein Bug. Und jetzt habe ich ein Rezept eingeführt, mit dem man Lava kühlen kann. Also einfach Lava mit Wasser kombinieren und dann hat man kalte Lava. Ja. Aber es funktioniert. Also sollte funktionieren. Ich wollte irgendwas anderes machen, bevor ich das hier mache. Das weiß ich noch. Deswegen nehme ich mir jetzt mal kurz die Zeit. Schnelle Ärmchen werden super. Also ganz schnelle Ärmchen. Die kosten nur grüne und rote. Das klingt echt gut. Schnelle Fabriken bräuchten schon blaue. Nee. Das da wollten wir haben, ne? Aber wir brauchten komischerweise Fabriken, die so ähnlich aussahen wie eine Gear Mold. Es ist so abgefahren viel Zeug.
machst du? Copper Cable. Ja, wir können alles herstellen. Das ist echt toll und so. Und das ist flüssig. Und wir können auch lila Chips aus flüssigem Eisen und Schwefelsäure herstellen. Das ist echt praktisch. Aber das... Nee, nicht jetzt. Besserer Tank. Nee, wir hatten schon MK2-Tanks, das reicht. Bau die Ärmchen. So, du bist nicht angeschlossen, du staust dich. Pumpe. Genau, wir wollten eigentlich eine Pumpe bauen, dann wurden wir von dem doofen Ding abgelenkt. Bau bitte eine ganz normale MK1-Pumpe. Die setzen wir dann hier hin, in die Richtung. Und dann müssten die da eigentlich genug Wasser bekommen. Ich guck mal. Sieht nicht danach aus. Ich kann jetzt die Rohre mal ersetzen durch. Dann kann ich das Rohr dann hier setzen. Achso, du bist schon MK3-Rohr. Du bist auch ein MK3-Rohr. Ne. Okay, wir brauchen dann doch wohl eine bessere Pumpe. Bau die MK3-Pumpe, was soll's. Frisst jetzt zwar Ressourcen, aber sei's drum. Jo. Ist der Tank gleich leer? Jo, ist er. Also wir haben genug Wasser in den Boilern. Überall anders ist das Wasser gleich nur alle. So viel dazu, dass wir wohl doch nur eine Fabrik brauchen, ha? Huh? Weil die ist durchgehend am Sand herstellen. Das ist super für die Fabrik. Können wir da Module reinhauen? Es ist leer, leer. Es könnte sich ganz knapp halten. Bau ganz schnell zwei blaue Module. In der gelben Fabrik müsste es hinhauen. Und die Mauern hier sollten so sein, ja. Beleuchtung kann ich auch noch hier machen. Also ich lasse das jetzt mal ganz kurz da oben laufen. Und werde derweil hier unten mich um das Licht kümmern, auch wenn es nicht wirklich wichtig ist, aber, ne, Schaden tut's nicht. Und dann gucke ich in 5 Minuten hoch und dann hoffe ich mal, dass noch Tank in dem Tank hier vorne ist, Wasser in dem Tank da vorne ist. So, Öl kommt, ist okay. Du. So. Warum hast du keinen Strom? Achso, weil die Masten so komisch sind. Du einmal weg, du einmal... Oh. Fehler. Fehler ist nicht gut. Ich glaube, da hat es sogar jemand in den Kommentaren erwähnt gehabt. Weg. Wobei, solche Fehler fallen ja auf, sobald ich umstelle von den Masten hier zu den größeren. Aber dennoch. So. Gut. Hier haben wir Licht. Öl wird gepumpt. Ist bei immer noch 2,0, 2,1, 2,4. Sehr schön. Hast du noch Wasser? Ja, hat er. Er hält sich wacker bei 300. Und Strom ist jetzt nicht so super toll, aber es funktioniert. Speedmodule. Ja, ja, ja. Macht es Sinn, die Rohre hier zu ersetzen? Ich mach einfach mal. ...380, es füllt sich. 390, Strom. Wird nicht wirklich viel besser. Ja, doch, jetzt schon. Okay, okay, okay. 400. Und wir brauchen unbedingt die besseren, die da. Wir brauchen sofort eine bessere Fabrik. Schöne gelbe Fabrik. Was machst du, Tank? Du bist... Eigentlich nur ein Puffer, du bist leer. Ihr habt alle immer noch nicht genug Wasser. Was soll das denn jetzt schon wieder? Temperatur 74. Achso, es sind nur MK2-Boiler. Haha, daran lag das also. Okay. Kriegen wir alles hin. Oh, da ist der MK3-Boiler. Wow, MK3-Boiler. Dafür brauchen wir Plastik, rote Chips und blubdiwupp. Gut. Zwischendurch auf die Karte gucken. Smog kommt nicht bei der Basis an, aber wir haben... Wow. Die Radaranlage war fleißig. Und guckt euch...
euch das da an? Hier will ich eine Mauer drumherum ziehen. Ganz viel Eisen, ganz viel Kupfer, ganz viel Kohle. Oh, und hier erst. Ja, sehr schön. Okay, also es wird schwierig werden, die Basen zu töten, da die Spawner jetzt alle zigtausend Lebenspunkte haben. Was ist das da? Aber es gibt genug Ressourcen in der Nähe. Das Problem ist nur, die Ressourcen zu sichern. Das Kupferfeld da könnten wir jetzt eventuell schon sichern. Aber den kriegen wir auf jeden Fall Ärger mit den Nachbarn. Und ich weiß nicht, ob wir die jetzt unbedingt gerade mit Smog füttern wollen. Was brauchte ich jetzt für die MK3-Boiler? Rote Chips? Und rote Chips brauchen Eisen und Plastik. Okay.